Hallo zusammen und schön, dass ihr euch verklickt habt. Wir haben uns mittlerweile ja fast alle daran gewöhnt, virtuelle Meetings abzuhalten. Aber was das schon extrem nerven kann, ist ein schlechtes Bild oder wenn Personen nur halb im Kamerabild zu sehen sind, weil sie die Kamera falsch eingestellt haben. Aber dafür gibt es Abhilfe. Der OBSpot Tiny 4K will da eine Komplettlösung bieten. Im Namen hören wir ja schon 4K, das heißt, wir haben hier eine höhere Auflösung. Ihr seht das Bild jetzt ja auch. Und diese Kamera kann, wenn sie denn dementsprechend eingestellt ist, euch folgen. Das heißt, auch jemand, der die Kamera an sich nicht so ideal eingestellt hat, diese Kamera kann das beheben. Zwar unterstützen die meisten Videocalling-Dienste kein 4K, aber trotzdem ist es natürlich von Vorteil, wenn ihr eine 4K-Auflösung habt, die aufgenommen wird und dann runterskaliert wird. Das sieht immer noch besser aus. Und ich habe auf jeden Fall schon ordentlich Komplimente dafür bekommen, wie das Kamerabild hier über Videocalls aussieht. Natürlich ist es nicht ganz mit einer professionellen Kamera zu vergleichen, die ich jetzt hier auch aufgebaut habe, aber trotz alledem ist die Videoqualität deutlich besser über das, was man normalerweise in Laptops oder auch in normalen Webcams findet. Dazu trägt dann hier auch noch ein HDR-Modus, Autofokus und eine automatische Belichtungsanpassung bei. Das heißt, dass wenn ihr kein gutes Licht im Raum habt, hält das Ganze das auf. Auch der HDR-Modus sorgt dafür, dass extrem helle Bereiche, wie zum Beispiel hier das Fenster und dann ich, möglichst gleichmäßig belichtet sind. Und der Autofokus sorgt natürlich dafür, dass wenn ihr euch da mal ein bisschen mehr bewegt, dass ihr trotzdem immer noch im Fokus seid. Und das funktioniert überraschend gut. Ihr könnt das aber auch noch ein bisschen einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Und damit können wir auch mal über die Software reden. Ja, diese kleine Webcam kommt mit einer extra Software, die euch dann Anpassungsmöglichkeiten bietet. Ihr müsst die nicht nutzen, aber es ist schon ganz praktisch. Da könnt ihr zum einen die Bildeinstellung ändern. Das heißt, wenn es euch zu kontrastreich ist oder nicht kontrastreich genug, könnt ihr das einstellen. Ihr könnt hier sonst auch noch weiter mit den Bildeinstellungen ein bisschen rumspielen. Außerdem könnt ihr auch die Kamera manuell steuern. Das heißt, jetzt ist sie zwar hier für mich im Tracking-Modus, ihr könnt das aber auch manuell steuern, sodass sie dann einen bestimmten Punkt ansteuert und diese Punkte könnt ihr auch zwischenspeichern. Ihr habt da drei Speicherpunkte, die ihr festlegen könnt, wenn ihr zum Beispiel irgendwie hinter euch eine Tafel habt, auf der ihr häufiger irgendwas erklärt oder ein Bildschirm oder so. Also bestimmte Punkte im Raum habt, die ihr häufiger nutzt, könnt ihr die fest einstellen und dann über die Software abrufen. Das gilt dann übrigens auch für die Position, die die Kamera einnimmt, nachdem sie aktiviert wird. Ihr könnt also sozusagen eine Startposition festlegen. Was ich aber super praktisch bei dieser Kamera finde, ist, dass sie einen Schlafmodus hat und dann dreht sich dieser Kamerakopf nach unten und kann gar kein brauchbares Bild mehr nach außen abgeben, selbst wenn sich vielleicht jemand auf eure Webcam hackt. Ihr würdet es sofort sehen, weil die Kamera ja nach oben switchen muss, damit sie überhaupt was sieht. Also dieser Privacy-Modus ist auch nochmal sehr, sehr praktisch. Den könnt ihr so einstellen, dass er sich nach einer gewissen Zeit automatisch aktiviert. Das heißt, wenn jetzt kein Bildsignal abgerufen wird, dass er dann nach einer gewissen Zeit in diesen Schlafmodus geht. Oder ihr könnt auch ganz einfach die Kamera selber von Hand drehen und dann geht sie auch in diesen Schlafmodus und bleibt da, bis sie wieder geweckt wird. Von unseren Webcams im Laptop oder am Rechner kennen wir es ja, dass es immer im Querformat ist. Und wenn man da mit einer Person einen Videocall hat, die gerade am Smartphone ist, dann passt das immer nicht so richtig zusammen. Die eine Person ist im Hochformat, die andere im Querformat. Oder wenn die Person mit dem Smartphone das Handy dreht, dann ist auf einmal die Kamera komisch positioniert. Alles nicht ganz ideal. Der OBSpot hat auch eine Porträtfunktion. Das heißt, ihr könnt in der Kamerasoftware auch in Porträtmodus umschalten. Dann wird ein Porträtmodus von dieser Kamera aufgenommen und dementsprechend auch an den Videocall weitergegeben. Das heißt, wenn ihr mit Personen, die häufig am Smartphone unterwegs sind, Videocalls habt, könnt ihr das dementsprechend einstellen. Und ich habe ja schon angesprochen, dass euch diese Kamera folgt, was halt auf jeden Fall super praktisch ist, wenn ihr euch ein bisschen mehr bewegt. Und ihr habt auch verschiedene Modi, die ihr hier einstellen könnt. Ihr könnt einen Bewegungsmodus einstellen, dann könnt ihr auch ein bisschen schneller euch hin und her bewegen. Dann folgt euch die Kamera aggressiver. Das heißt, wenn ihr vielleicht Trainer seid und Sporteinheiten zeigt, dann könnt ihr euch da ein bisschen schneller bewegen und die Kamera folgt euch auch. Sonst ist sie im Standardmodus ein bisschen gemütlicher unterwegs, dass es da auch nicht ständig Bewegung in der Kamera gibt. Das finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Und dann gibt es einen Headroom-Modus. Das finde ich ganz gut, wenn die Kamera nicht zu knapp über dem Kopf abschneidet, sondern euch da ein bisschen Platz lässt. Und diese Kamera kann einem wirklich erstaunlich weit folgen. Also wenn ich jetzt hier mal mich ein bisschen durch den Raum bewege, dann wird man merken, dass diese Kamera wunderbar folgen kann. Und das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Auch wenn ich mich tatsächlich ein bisschen schneller bewege, dann bin ich zwar fast aus dem Bild raus, aber sie schafft es trotzdem, mich wieder einzufangen. Ich gehe jetzt hier auch mal mit Absicht vor das Fenster, was wirklich extrem schwer ist, weil es natürlich sehr, sehr hell da draußen ist. Und hier drin doch ein kleines bisschen dunkler. Und das kriegt sie trotzdem wirklich erstaunlich gut hin. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist, dass der Ton wirklich gut ist. Also auch wenn ich hier durch den Raum gehe, klar klingt es nicht so gut, wie wenn ich ein Mikrofon möglichst nah am Mund habe. Aber trotz alledem bin ich noch gut zu verstehen und könnte jetzt hier hinten irgendwas zeigen und erklären. Ist also zum Beispiel auch für Unterricht durchaus geeignet. Und selbst wenn ihr einmal aus dem Bild rausgeht, verliert euch zwar natürlich die Kamera, aber sobald ihr dann zurückkommt, jetzt bin ich einmal aus dem Bild raus, wenn ihr zurückkommt, dann erkennt euch die Kamera wieder und folgt euch wieder.
Ihr habt gesehen jetzt auch gerade hier in der Einstellung, dass ich noch eine zweite Kamera aufgebaut habe, die mir auch folgt. Das ist aber wesentlich teurere Technik als das, was hier verbaut ist und funktioniert auch nicht unbedingt besser. Also, damit können wir auch mal über den Preis reden. Für rund 270 Euro könnt ihr diesen OBSpot Tiny 4K bekommen. Und zum einen bekommt ihr dann die Kamera, die sich wie gesagt automatisch drehen kann. Ihr bekommt einen kleinen magnetischen Fuß, den ihr auf einem Monitor montieren könnt. Und ihr bekommt ein Carrying Case. Also ihr bekommt auch wirklich eine Transporttasche. Das ist super hochwertig und da hat das Ganze auch einen perfekten Platz. Könnt ihr die Kabel verstauen. Standardmäßig wird diese Kamera mit USB ganz normal über den Rechner mit Strom versorgt. Sollte das aber nicht ausreichen, habt ihr auch die Möglichkeit, extra Strom an diese Kamera zu geben, wenn ihr das Ganze irgendwie vielleicht an einem USB-Port habt, der nicht genug Power hat. Aber bisher hat das bei mir immer problemlos funktioniert. USB-C auf USB-C wird jetzt hier gerade genutzt, aber es ist auch ein USB-C auf USB-A-Adapter dabei. Also der Lieferumfang ist schon mal richtig, richtig gut. Und ihr könnt übrigens auch diese Kamera aus der Ferne noch ein bisschen steuern. Zum einen gibt es eine Fernbedienung, die ihr zukaufen könnt, aber es gibt auch Befehle, und zwar Gestbefehle. Wenn ich jetzt der Kamera sage, hier, hör mal auf, mir zu folgen, dann hört sie auf, dann kann ich aus dem Bild rausgehen und wieder hineinkommen. Und dann kann ich ihr wieder sagen, jetzt folge mir wieder bitte. Und dann, wenn ich mich jetzt bewege, dann folgt mir die Kamera. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Geste, dass ich zoomen lassen kann. Und standardmäßig habe ich hier die Möglichkeit, bis zu vierfach hineinzuzoomen. Ich kann aber auch vordefinieren, wie stark dieser Zoom sein soll. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 1,3-fachen Zoom ausgewählt. Standardmäßig ist erstmal ein zweifacher Zoom ausgewählt. Für mich war das ein bisschen zu nah, aber es kommt auf eure Situation an. Wenn ihr weiter hinten im Raum irgendwie diesen Zoom braucht, dann könnt ihr das auch einstellen. Ihr könnt aber leider immer nur zwischen diesen beiden Zoomstufen hin und her schalten. Manchmal braucht es dann auch zwei Versuche, bis die Geste genommen wird. Aber im Normalfall funktioniert es wirklich ganz gut. Auch wenn ihr ein bisschen weiter weg seid, könnt ihr tatsächlich mit diesen Gesten die Kamera steuern. In der Software könnt ihr eine Menge Einstellungen vornehmen. Das ist auf jeden Fall nochmal sehr, sehr praktisch. Und es gibt ja auch die Funktionsmöglichkeit für Firmware-Updates. Das heißt, rein theoretisch könnten auch Funktionen noch dazukommen. Ich fände es ja ganz schön, wenn es vielleicht noch die ein oder andere Zusatzgeste gäbe, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt diesen Zoom haben oder jenen. Oder vielleicht auch die vordefinierten Positionen über Gesten abrufen. Natürlich könnt ihr Tastenbefehle benutzen. Da gibt es auch ein Interface in der App dafür. Aber vielleicht noch ein paar mehr Gesten. Das wäre ganz schön. Und ich muss sagen, dass das 4K, was hier aus dem OBSpot kommt, schon noch mal ein Stückchen schlechter als das, was natürlich aus einer richtig guten Kamera kommt. Trotz alledem, für Videocalls reicht das mehr als aus, weil da ist die Übertragung normalerweise 720p. Das heißt, da wird sowieso runterskaliert und dann habt ihr hiermit auf jeden Fall ein richtig gutes Bild. Ich finde das eine super praktische Webcam und ehrlich gesagt eine der besten Webcams, wenn nicht die beste Webcam, die man momentan für 270 Euro bekommen kann. 270 Euro ist natürlich nicht günstig, aber was ihr dafür bekommt, ist schon mal super praktisch. Und ihr müsst natürlich damit nicht nur Videocalls machen. Ihr könnt damit natürlich auch Streams machen, Unterricht geben, wie gesagt, Sport irgendwie hier vorführen oder ähnliches. Also die Möglichkeiten sind hier schon mal sehr, sehr gut. Und ihr könnt das Ganze natürlich dann zum Beispiel auch in OBS aufzeichnen. Das habe ich jetzt hier auch gemacht, um euch dieses Video zu präsentieren. Das heißt, ihr könnt das auch für spätere Sachen wiederverwenden. Ich finde das auf jeden Fall eine richtig coole Kamera. Ich werde das jetzt weiterhin als meine Webcam benutzen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob der OBSpot eure Webcam übertrifft oder ob ihr vielleicht sogar noch was Besseres habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare auf dem Weg zu den Kommentaren. Seid so lieb, lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr euch möglichst häufig verklickt. Ich würde mich riesig darüber freuen. Vielen Dank für dieses Verklicken und bis zum nächsten Mal.